beim Silo geht es noch. Da gleitet der Wind oben und unten, oben drüber, unten durch. Das Ding ist rund. Das bietet nicht wirklich viel Angriffsfläche. Lichtmaschine. Teilweise die Straße. Also Spurrillen sind das Spurrillen hier. Ziemlich breit gefahrene Spurrillen, muss ich mal sagen. Der Transport von der Ware stand vorhin ein bisschen auf der Kippe, nachdem die ganzen Gurte durchgeguckt hatten und dann gesagt haben, die drei Gurte kannst du wegwerfen, die sind ablegereif. Das stimmt, die haben Risse. Die kann man wegwerfen. Und ja, die sind ablegereif. Aber wegwerfen. Zum Glück hatte ich noch genug Gurte gefunden. Auf der anderen Seite noch ein paar, hier noch ein paar. Da ging's. Ich hatte dann noch 4 Gurte hatte ich dann noch übrig. Also Glück gehabt. Weil sonst hätten die gesagt, leer wieder rausfahren, Gurte holen. Wiederkommen, laden. Das machen die eiskalt. Das ist auch richtig so. Wenn wir mal beim Laden haben wir uns noch ein wenig unterhalten, habe ich mich mit dem Verlader noch ein wenig unterhalten. Da war der Rettungswagen war im Werk. Ja. Der Sunny war drin. Der Rettungswagen. Da war ein Kollege. Und der war auch gerade beim Verladen. Und der hat sich ans Herz gefasst. Und hat ein bisschen geschnauft. Das geht ganz schnell. Da hat der Verlader, der mit mir jetzt verladen hat, gefragt, was los ist. Das heißt nichts, alles in Ordnung. Der Verlader dreht sich um. Macht sein Zeug wieder. Kurzen Augenblick dreht er sich wieder um, lachen er sich wieder ans Herz. Da hat der Verlader gesagt, du steigst jetzt runter vom LKW, wir rufen den Sunny an und dann fahren wir dich ins Krankenhaus. Verdacht auf Herzinfarkt. Dann hat er gesagt, der Fahrer wollte noch fertig laden und dann noch heimfahren. Das haben sie dann gesagt, nee, ist nicht. Du wirst mit dem Sunny abgeholt und ins Krankenhaus gebracht. Da macht man keine Scherze mit. Da spaßt man nicht mit. Das geht ganz schnell. Da liegst du lang auf deiner Ladefläche bei Herzinfarkt. Je schneller du ins Krankenhaus kommst, umso besser. Auch bei Schlaganfall. Je schneller der betroffene Teil wieder geöffnet werden kann. Schlaganfall ist eigentlich nichts anderes wie ein Gerinnsel, das die Blutbahnen versperrt. Das ist ein Schlaganfall. Und das muss gelöst werden. Das geht nur im Krankenhaus. Das muss so schnell wie möglich. Da wirst du mit Blaulicht und Sirene wirst du reinfahren. Das geht ganz schnell. Da bleiben dir Sekunden. Da reden wir nicht mehr von Minuten, da bleiben die Sekunden.
Spaß mal nicht mit. Tja. So ist das Leben. Wenn man sich das Ganze vorstellt, der hat einen Herzinfarkt während der Fahrt. 40 Tonnen hat, so wie ich jetzt, Stahl hinten drauf. Stahlgeflecht. Lange Haarstahl zum Beispiel. Stahlträcher zum Beispiel. Oder Paletten. Coils. Und er hat einen Herzinfarkt und bricht am Steuer zusammen. Der macht hier die Leitplanke platt. Den hält nichts auf. Da kommen 5-6 PKWs, die schiebt er einfach mal so auf Seiten. Hier, der rammt die frontal. Die haben keine Überlebenschance. Ja, wenn die mit 90 frontal rammt, die kommen mit 120 angeschossen, dann macht es nur noch mal Batsch. Dann war's das. Und er kann nichts dagegen tun, er kann nicht mal auf die Bremse treten. Der hat genug damit zu tun, sich ans Herz zu fassen. Da hast du keine Möglichkeiten mehr auf die Bremse zu treten. Das ist übel. Und da wollen die Politiker, dass diese Leute mit 67 noch fahren. Boah. Der räumt sogar einen LKW auf Seiten mit dem Geschoss. Gibt es Tode auf der Autobahn. Wenn das passiert, na gute Nacht. Oha, MI. Oder ist es ein H? Ist es ein H? Dein Nummernschild ist schmatzig. Batzen. Ich habe auf meinem hinten drauf geschrieben, wasch mich. So schmutzig war der. Mit Cargo Bull, The Trailer Company. Ja, du mich auch. Schau, die Sonne kommt raus. Da hinten ist... Boah. Blendet ganz schön, ey. Aber es ist schön, dass er da ist. Die Sonne mal nicht. Hopp, gib Gas, komm auf. Alter Golf 2. Auf der geraden
Gas, wunderbar, brauchen wir nicht überholen. Bis wir am nächsten Berg hängen. Naja, hier sind ja keine großartigen Berge mehr, oder? Sind noch ein paar Berge? Ja. Eigentlich nicht. Ein paar kleinere Hügel vielleicht, das war's dann auch. Saulheim sind wir jetzt. Das nächste Mal weit bis Frankfurt. Aber gut, die Heizung ist aus. Ich mach mal wegen auf das Ding. Ich würde ja gerne über die Landstraße hinüberziehen. Niederholm Süd. Ach, Niederheumel. Gibt's Gas mit einem Audi? Oder du lernst mal LKW kennen. Man wird doch wohl erwarten können, dass die Herren Gas geben, wenn sie auf die Autobahn fahren, oder? Und ja, nicht einständig ausbremsen, was soll denn das? Ich bin gerade mal 87 km gefahren. So keine Geschwindigkeit. Guck, schau, da sind die Bullen. Warum fährt der eigentlich auf der Standspur? Mit seinem Grünsch.